Im Herzen der Wiener Innenstadt befindet sich einer der Schönheitstempel für plastische Chirurgie. Die Dermatologin Frau Dr. Delier gehört hier zum Team. Sie empfängt heute einen Patienten, der bereits öfters bei ihr in Behandlung war. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Einmal zur Türe drehen, bitte. Und einmal zwischen Tür und Meer. Also früher hat Botox und auch Hyaluronsäure ehrlicherweise diesen Beigeschmack gehabt, von wenn man da rauskommt vom Dermatologen oder von der dermatologischen Ordination, sieht man ein bisschen aus wie schlecht gemachte Hollywood-Stars. Von dem kann man Gott sei Dank nicht mehr ausgehen heutzutage. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht mehr strikt diese einzelnen Punkte, die man vielleicht ursprünglich mal in einem Lehrbuch gelernt hat oder in einem Kurs gemacht hat, nicht mehr so strikt behandelt, sondern ein individuelles Therapieprogramm oder ein Therapieschema für jeden Einzelnen aufstellt. Botulinumtoxin hat einfach ein breites Spektrum, was Patienten gut anbelangt. Sprich, ich habe sehr wohl auch, so wie Sie heute gesehen haben, einen Mann, den ich behandle, genauso gut wie eine 35-jährige Patientin, die das erste Mal ihre Zornesfalte aufgefallen ist. Und man muss dazu sagen, oft ist es so, dass wirklich eine Sache stört und mit dieser einen Sache kommen diese Patientinnen und Patienten. Und warum sollte man das nicht verbessern können? Grundsätzlich ist es so, dass sie die Fältchen hier in den Rändern stören. Und der Muskel an sich, müssen Sie sich vorstellen, ist so ein Ringmuskel. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie die Nase rumpfen oder lachen, zieht sich dieser Muskel wie eine Ziehharmonika zusammen. Und was wir machen, ist mit dem Botox, dass diese Funktion. Auch in dieser Praxis wird auf ein ausführliches Beratungsgespräch mit den Patientinnen und Patienten geachtet. Wer hier einen Termin vereinbart, erwartet auch einen gewissen Standard. Dies hat natürlich seinen Preis. Also ich glaube, das ist schon seit einigen Jahren ganz was Übliches, dass man auch als Mann sich kosmetisch behandeln lässt. Das ist für mich eine klare Sache. Ich mache das schon seit etlichen Jahren. Ich bin jetzt im 50. Lebensjahr. Von nichts kommt nichts. Hatten Sie im Vorfeld auch Bedenken jetzt, weil Botox ja doch ein Toxin quasi ist, das wieder das gespritzt wird? Da habe ich keine Bedenken. Das baut ja der Körper ab. Und somit kann nichts sein. In 4 bis 6 Monaten ist alles wieder weg. Es hat mich da diese Zornesfalte etwas gestört und diese Krähenfüßchen. Die haben wir heute behandeln lassen und es sind ein paar Stiche und es gleich erledigt. Wir fangen jetzt dann an und zwar würde ich jetzt mal einfach die Stellen, die wir behandeln wollen, desinfizieren. Noch passiert gar nichts, ja? Die kosmetische Behandlung gegen Falten mit Botulinumtoxin wird in der Regel ambulant durchgeführt. So wie bei Herrn Hochhauser kann sie so auch in der Mittagspause stattfinden. Und locker lassen. Und es kommt der erste Stichlein. Aber auch der ästhetischen Medizin sind beim Einsatz des Faltenglättungsmittels natürliche Grenzen gesetzt. Botulinumtoxin sollte dann eingesetzt werden, wenn mimische Muskeln noch in einem dynamischen Zustand da sind. Sprich, wenn ich jetzt sie böse anschaue und ich lasse aber wieder locker und diese Falte hier in der Zornesfalte bleibt nicht permanent erhalten, dann ist sie noch in einem dynamischen Zustand. Diese Form ist sehr gut behandelbar. Sollte sich aber schon eine Kerbe oder eine Einkerbung dort entwickelt haben und das Ganze schon statisch ist, ist das nicht mehr so einfach zu behandeln. Und da muss man auch wissen, dass mehrere Behandlungen nötig sind, um auch tief sitzende Falten deutlich zu verbessern. Aber wie schon anfangs gesagt, das ist jede Behandlung, jede ästhetische Behandlung, ist auch ein bisschen, da geht man auch immer mehr hin, dass man sagt, das ist nicht nur eine einzige Behandlung, mit der ich eine Falte aufspritze oder unterspritze oder lähme, sondern es geht im Endeffekt darum, wie kann ich das Erscheinungsbild insgesamt verbessern, indem ich für jeden individuell einen Behandlungsplan erstelle.